Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 6. Mai. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Wie gerne wären wir dabei gewesen, als der Petrus am Pfingsttag dieses Wort vor einer großen Menge sagte. Ich bin überzeugt, dass eine gewaltige Erschütterung durch den starken Fischersmann ging, als er dieses Wort in die Menge rief. Denn ihm stand dabei sicher jene Stunde vor den Augen, als er in der Karfreitagsnacht in die Dunkelheit lief und bitterlich weinte über sich selbst. Und nun wusste er und erklärte, Gottes Antwort auf unsere Tränen ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Er schenkt uns den Heiland, der unsere Tränen stillt und unser Herz getrost macht. Das wollen wir festhalten. Die Auferstehung Jesu ist Gottes Antwort auf unsere Tränen, auf unsere Traurigkeiten und auf unseren Jammer. Ich habe in meinem Leben oft mit Menschen zu tun gehabt, die in tiefe Traurigkeit gestürzt waren. Und ich habe immer stark empfunden, wir können nicht trösten, wenn ein Herz wirklich im Jammer ist. Hilflos stehen wir davor. Wenn aber ein betrübtes Herz auf die Auferstehung Jesu schauen kann, dann wird es mit dem großen dänischen Philosophen Kierkegaard sprechen. Es muss ja alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Es gibt ein wundervolles Gebet Davids in der Bibel. Fasse meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Ja, das tut Gott und seine Antwort ist der lebendige, auferstandene Erlöser und Heiland. Wir haben wirklich keinen anderen Trost als den auferstandenen Sohn Gottes. Dieser Trost ist ein Angeld und eine Verheißung auf die zukünftige Welt, von der es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.